Herzlich willkommen bei Star Trek Online. Calrissa zeigt hier weiter ihre Erinnerungen an ihren Werdegang, wie sie aus dem 23. Jahrhundert letztendlich ins 25. Jahrhundert gekommen ist. Und wir spielen hier praktisch ihre Einführungsmission im TOS-Stil durch. Und ja, jetzt schauen wir mal, was es hier zu tun gibt. So, also führen wir diesen Dialog noch einmal durch, bevor wir eine Zusammenfassung liefern. Da ist Ihr abgestürzte Shuttle, beziehungsweise was davon übrig ist, sehen Sie, da drüben ist jemand, die Person scheint verletzt zu sein. Wir sind also im Auftrag von Captain Garrett hier auf den Planeten Taurus 2 runtergebeamt, um den Absturz dieses Raumschiffs da zu untersuchen, von dem wir hier die Überreste sehen. Da haben wir hier die Warp-Gondel im Hintergrund. Lesen wir die Missionsbeschreibung nochmal durch. In Arbeit, Suchen und Bergen. Übernehmen Sie das Kommando über Ihr Außenteam, um Such- und Rettungsoperationen auf Taurus 2 durchzuführen. Ja, gut, ist nicht allzu üppig die Beschreibung, aber gut, soll reichen. Ich habe mich entschieden, habe ich zu Beginn der letzten Folge erklärt, die ausführliche Erklärung, die Ultrakurzfassung ist. Ich habe mich entschieden, die Einführungsmission von Calrissia nochmal zu zeigen. Zu diesem Zweck habe ich ein Stunt-Double von Calrissia erstellt, das ich dann Calrissia von Trollzacken genannt habe. Habe ich im letzten Video auch erklärt, wie sie zu diesem Namen gekommen ist. Das hängt mit Velaya von Trollzacken zusammen und Gothic 2 letztendlich. Auf jeden Fall, wir haben hier das Stunt-Double von Calrissia, die hier Calrissias Werdegang nachspielt auf dem Holodeck sozusagen. Gut, also nochmal zu dem Dialog. Da ist die abgestürzte Shuttle, beziehungsweise was davon übrig ist. Sehen Sie, da drüben ist jemand. Die Person scheint verletzt zu sein. Wir sollten ihm helfen. Die Überleitung, also die Überleitung in Video 2 kam jetzt Lieutenant, unvorbereitet you won't be irgendwie. able to get close enough to revive him while that thing's venting plasma. Those Le valves should shut down the vents, though. Leutnant, Sie werden nicht nahe genug herankommen, um ihn wiederzubeleben, während dieses Ding Plasma ablässt. Diese Ventile sollten es abschalten. Dann machen wir das. Wenn ich ein Ventil wäre, würde ich mich ungefähr hier verstecken. Plasmaleitung Alpha deaktivieren. Okay, da muss noch was sein. Ich will dieser Plasmaleitung auch nicht zu nahe kommen. Ist vielleicht auf der Rückseite von dem Shuttle noch was? Ja, genau. Plasmaleitung Beta abschalten. Calrissia ist ja auch in diesem Holoroman, den wir hier sozusagen durchspielen, Technikerin. Verletzten Überlebenden behandeln. Also die Hintergründe, die dazu geführt haben, dass ich jetzt dieses Video drehe. We need to move. Those things, they're out there. Habe ich zu Beginn der ersten Folge erklärt. Ich danke Ihnen, wir müssen hier weg. Diese Dinger, sie sind immer noch da draußen. Welche Dinger? Wo? Diese Dinger. Sorry, aber ich hatte ja zum Ende der letzten Folge gesagt, yo, zwei Redshirts, mal schauen, ob sie den Running Gag beibehalten haben und die Redshirts. Und die Redshirts hier, ja, umkommen. Der erste ist schon gefallen. Einen Redshirt haben wir noch bei und oh, und Calrissia ist auch Redshirt, sehe ich gerade. Moment! Ich weiß nicht, ob der mich töten kann. Probieren wir es lieber nicht aus. Okay, den haben wir verscheucht. Also schön, wir haben es hier also mit Wissenschaftlern zu tun, die wahrscheinlich noch nie einen Phaser in der Hand gehalten haben und wir werden hier von Wilden angegriffen mit steinzeitlichen Waffen. So schaut's aus. Mit Überlebenden sprechen? I'm Dr. Phineas Grogan, part of a research team studying the Murasaki effect.
Well, I was before the ship crashed. I was looking for supplies when that thing roared. Got distracted and then that plasma coil blew. Damn near killed me. Ich bin Dr. Phineas Grogan, Teil des Forschungsteams für den Murasaki-Effekt. Nun, das war ich, bevor das Schiff abstürzte. Ich habe nach Vorräten gesucht, als dieses Ding brüllte, habe mich ablenken lassen und dann explodierte diese diese Plasmaspule, hat mich fast getötet. Sie können sich glücklich schätzen, Doktor. You're telling me. We should get those supplies back to camp. Dr. Mueller's probably worried sick about it by now. Wir müssen die Vorräte zum Lager zurückschaffen. Dr. Mueller ist sicher noch schon sehr besorgt. Einverstanden, ich hole sie. Gehen Sie voran. Na, wenn das mal gut geht. So, was soll ich machen? Vorräte aufnehmen? Okay. Habe ich jetzt was im Inventar? Selten so ein leeres Inventar gesehen. Schon lange her. Selten so wenige Rufmarken. Eieiei. Dem Überlebenden folgen, ja, das machen wir. Mit Dr. Müller reden. Müller, der heißt Müller, eindeutig. Aber die Anglophonen können ja mit einem Ü nichts anfangen. Ich kaufe ihnen mal ein Ü bei Gelegenheit. Mit Dr. Müller reden. Am I glad to see you? We thought we were stranded here with those monsters. Bin ich froh, Sie zu sehen. Wir dachten, wir wären hier mit diesen Monstern gestrandet. Wir holen Sie bald hier raus, Sir. Those supplies you brought will come in handy while we wait. Just put them over there for now. You know, I think there's some old phaser rifles in there. Might come in handy against those creatures. Die von Ihnen gebrachten Vorräte werden nützlich sein, wenn wir warten. Stellen Sie sie dort drüben ab. Wissen Sie, ich glaube, dort befinden sich auch alte Phaser-Gewehre. Die könnten gegen diese Kreaturen helfen. Danke, wir werden uns das ansehen. Was habe ich gerade? Ein Pistölchen, oder? Pistölchen Phaser Typ 2. 155,6 SPS. Ist jetzt nicht so schlimm wie befürchtet. Ich dachte, wir sind schlechter bewaffnet. Und ein kleines Hypospray. Das schaut eher aus wie eine Spritze. So, also da, mal gucken. There are rifles in that crate. We should show the survivors how to shoot them. I'll set up some targets while you get ready. A phaser? I've never shot one of these before. Das habe ich befürchtet. You want me to shoot this? Ach du Scheiße, die sind ja begeistert. In der Kiste befinden sich Gewehre. Wir sollten den Überlebenden zeigen, wie man schießt. Ich stelle ein paar Ziele auf. Bereiten Sie sich vor. Dann der eine Wissenschaftler. Ein Phaser? So etwas habe ich noch nie zuvor abgefeuert. Das hört sich fast an, als wenn man einem Steinzeitmenschen ein Feuerzeug in die Hand drückt oder so ähnlich. Die Reaktion dürfte ähnlich sein. Sekunde, Sie wollen, dass ich das da abfeuere? Also das da, so betont. You can switch between two equipped weapons by pressing Z. Ja, wissen wir. Aber schön, das Gewehr könnte ich ja eigentlich als Erinnerung dann behalten. Ich weiß noch nicht, was ich dann mit meinem Stunt-Double mache, ob ich es dann behalte, falls ich immer wieder was zum Stunt-Doublen habe, oder ich weiß es noch nicht. Ich hatte eigentlich nicht vor, noch einen weiteren Char zu machen. Ich bin mit 4 Chars in Star Trek Online ziemlich ausgelastet. Aber gut, man muss ja nichts überstürzen. The targets are ready, Lieutenant. Let the survivors start shooting and give them some pointers. Die Ziele sind bereit, Leutnant. Lassen Sie die Überlebenden Schießübungen durchführen und geben Sie ihnen dabei Tipps. In Ordnung. Your weapon has an alternate fire mode. The effect of this mode varies by weapon. Activate secondary fire by pressing 2 or clicking the icon. Ja, ja, alternative Feuermodus. Wir machen das mal hier so. Wie wir es sonst auch haben. Vielleicht sollte ich die Anordnung hier mal ändern. Das tue ich da. Nein, das soll dahin, wo ich es gewohnt bin, ungefähr zumindest. Das auf die 5-Taste. Handflächenstoß. Betäubungsstrahl. So. So habe ich das sonst auch ungefähr, wenigstens prinzipiell. Tipps soll ich Ihnen geben, ja? Komm, ich zeig dir das mal. Müller instruieren. I get it. That gives me a lot more control. Ich verstehe, das verleiht mir mehr Kontrolle. Kann ich die Ziele auch anschießen?
So geht das, ihr Wissenschaftler. Ja? Jetzt mal mit dem anderen Gewehr. So. Was würdet ihr Wissenschaftler nur ohne uns Nicht-Wissenschaftler tun? Hallo? Grogan mitteilen, dass er seine Einstellung ändern soll. Wow, thanks. That feels a lot better. They're right behind me. Heads up! The Taurians are attacking! Die Ziele sind jetzt nicht mehr brauchbar, wollte ich nur mal wissen. Ihr solltet hinter irgendwas Deckung finden, wenn es geht. Warte mal, vielleicht kann ich das hier... Ne, da komme ich jetzt gerade nicht rauf, schade. Nee. Nicht mit mir. We need to get these people to safety, Lieutenant. The Taurians will be back and in greater numbers. Wir müssen diese Personen in Sicherheit bringen, Leutnant. Die Taurianer werden in großer Zahl zurückkehren. Einverstanden, Sie und Tasi bewachen den Durchgang, während ich die anderen in Sicherheit bringe. Grogan mitteilt, dass er zu den Trümmern zurückfallen soll. Into the ship, but then we'll be trapped. In das Schiff, aber dann werden wir gefangen sein. Aha, das ist die Shuttle-Rampe von dem abgestürzten Schiff. Interessant. Müller mitteilen, dass er zu den Trümmern zurückfallen soll. Okay, auf zum Schiff. Das ist jetzt nicht vertont. Worauf schießt du denn? Schießt du hier einfach nur in die Luft? Also, wie soll ich sagen? Warnschüsse oder sowas? Mal ein Profi bei der Arbeit zuschauen. Moment. Aha, sie fuchtelt in der Gegend rum und gibt auf die Weise Kommandos. Wie sich das halt mal so Überlebende zu den Trümmern senden. Gut, dann folgen wir dem Weg mal. Bin ich hier richtig? Nee, ich soll da lang. Da hinten auf der Minimap sieht man ja, wo ich hin muss. Gut, da haben wir einen Überlebenden. Dann kann mitteilen, dass er zu den Trümmern zurückfallen soll. Wenn Sie meinen, Halleck mitteilen, dass er zu den Trümmern zurückfallen soll. Retreat to the ship. With pleasure. Zurück zum Schiff zurückkehren, mit Vergnügen. So, mit Fendrich Meers reden. Lieutenant, we've held them off so far because they're scared of our weapons. But I don't think that'll last much longer. Oh, da bewegen sich sogar die Lippen. I might have an idea. Leutnant, wir könnten sie bislang abwehren, weil sie Angst vor unseren Waffen hatten. Aber ich glaube nicht, dass das noch lange funktioniert. Wir müssen uns zum Schiffswrack zurückziehen. Ich habe eine Idee. Hoffentlich etwas Gutes. Gut. Shut the doors. They're right behind us. Schließen Sie die Türen. Sie sind genau hinter uns. Dann machen wir das. War gar nicht so schlecht, die Idee. Jetzt haben wir uns hier zumindest mal eingeigelt. Das ist zwar keine permanente Lösung, aber zumindest... ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Steinzeitgestalten hier durchkommen. Mit Fendrich Meers reden. Okay. Last time I was here, Scotty... Commander Scott electrified the hull of our shuttle. That drove the Taurians off when they tried to break in. Think we can pull something like that off here? Also, das letzte Mal, als ich hier war, hat Scotty einen, Commander Scott die Hülle des Shuttles elektrifiziert. Das hat die Taurianern, steht wirklich so da? Also, das hat denen, die Taurianern, die Suppe versalzen, als sie versucht hatten, einzudringen. Denken Sie, wir könnten hier etwas Ähnliches zustande bringen? Vielleicht, aber nur, wenn noch genügend Saft in den Batterien ist. Gut, mal ein paar Eindrücke sammeln. Die sind natürlich traumatisiert. Das sieht man ihnen auch an.
Okay, das hat gesessen, würde ich sagen. Mehrs Plan hat funktioniert. Mit Fan durch Mehrs reden. You did it, Lieutenant. It worked. Bless you, Scotty, wherever you are. I think we owe you a very nice bottle of scotch. Sie haben es geschafft, Leutnant. Es hat funktioniert. Gesegnet sei Scotty. Wir schulden ihm eine große Flasche Scotch. In der Tat. Also, was ist da draußen geschehen? The Torians ambushed us. I managed to escape, but the others, they've been taken. We've got to do something, and fast. Die Taurianer haben uns in einen Hinterhalt gelockt. Es gelang mir zu entkommen, doch die anderen, sie wurden gefangen genommen. Wir müssen etwas unternehmen, und zwar so schnell wie möglich. Bringen Sie die Überlebenden zum Shuttle, Tasi und ich werden die Geiseln retten. I was thinking, we can use our tricorders to track residual heat signatures left by the Taurians. Wir könnten unseren Tricorder dazu verwenden, die von den Taurianern hinterlassenen Hitzesignaturen zu verfolgen. Ah, wie thermale Brotkrümel, oder? Guter Gedanke. Und schon wird mir klar, warum sie später bei mir eine leitende Position auf dem Schiff innehat. Das sind Speere. Hey, die könnte ich wahrscheinlich nicht mehr hochheben, die Dinger. Nach Hitzesignaturen scannen. Okay, das ging jetzt irgendwie automatisch. Hitzesignaturen. Fußabdrücke würde ich das nennen. Ja, dann folgen wir den Dingern einfach mal. Also ich hätte hier einfach nach Fußspuren gesucht. Aber gut, hier gibt es auch alte Fußspuren. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wie lange bleiben Fußspuren eigentlich von der Körperwärme erwärmt? Nicht lange, oder? Ja, ich würde sagen, die sind als Abendessen vorgesehen. Oder wurden zum Essen eingeladen und sie sind der Hauptgang irgendwie so. Erfahre ich eigentlich was über sie? Nö, keine Biografie. Die habe ich übrigens geschrieben. Deswegen bin ich ja auf die Idee gekommen, das hier zu machen. Weil ich festgestellt habe, ich habe zu wenig Infos. Zu wenig Infos für eine ordentliche Biografie. Und ich habe ja viele Brückenoffiziere mit Biografien versehen im Laufe der Zeit. Was ist denn mit dir? Der ist momentan nicht angreifbar. Hä? Von selber verschwunden? Na gut. Also dem Drehspieß nach zu urteilen, war mein Eindruck richtig. Die sollten zum Essen bleiben. Thanks for coming back for us, sir. We owe you one. Pretty sure those things were gonna have us for dinner. Danke für Ihre Rückkehr, Sir. Wir schulden Ihnen etwas. Ich hatte schon fast damit gerechnet, in dem Bauch eines dieser Dinger zu enden. Nicht, solange ich noch ein Wörtchen mitzureden habe. Fendrich Okumura haben wir ja vorhin gesehen, als wir auf dem Planeten gelandet sind. Und das hier ist... Ja, den haben wir auch gesehen. Das ist der zweite Red Shirt. The Taurians appear to be in a late Stone Age state of development. Faszinierend. Now isn't the best time for an anthropology lecture, Skial. Typisch Vulkanier. Faszinierend. Die Taurianer scheinen sich entwicklungstechnisch in einem späten Stadium der Steinzeit zu befinden. Und sie dann, Fendrich Okamura. Jetzt ist nicht gerade die beste Zeit für eine Lektion über Menschenkunde, Skial. Witzig. Ja, wann soll er es denn sonst machen? Wie schaut denn das hier eigentlich aus? Aha. Also das war auf jeden Fall kein Shuttle, was wir hier sehen. Das ist schon... Jo. Am I seeing things? Because those guys picking through the wreckage sure look like Klingons. Just what are the Klingons doing on Taurus 2? Bilde ich mir das ein? Diese Wrackplünderer sahen aus wie Klingonen. Aber was machen die Klingonen auf Taurus 2? Finden wir es einfach heraus. Phaser bereit machen. Nur für den Fall, dass die Fragen nicht zugänglich sind.
Okay, die Fragen können wir uns sparen, sehe ich gerade. Scheinbar steht ihnen der Kopf nicht nach Fragen, Leutnant. Ach was, kann ja keiner ahnen. Ja, ist recht, Gegner verlassen ab und zu Beute fallen. Also ich lasse diese Tutorial-Infos drin, falls ich doch mal an einen Punkt komme, wo ich, aus welchem Grund auch immer, den ich mir gerade nicht vorstellen kann, ohne diese Tipps nicht weiterkommen, aber sollte nicht passieren. Ich lasse sie vorsichtshalber trotzdem drin. Bring it to me. I have some experience decrypting Klingon data. Ist das ein klingonisches Pad? Bringen Sie es mir, ich kenne mich mit Klingonen-Daten aus. Habe ich das jetzt im Inventar? Klingonisches Pad, erfahre ich was darüber? Ein klingonisches Pad, wer hätte das gedacht? My little sister's diary was harder to decrypt. Sure, Klingons are good at fighting, but computers aren't exactly their strong suit. And voila, one Klingon pad unlocked and ready for your inspection. Das Tagebuch meiner kleinen Schwester war besser verschlüsselt. Sicher, Klingonen sind gut im Kämpfen, doch Computer sind nicht wirklich ihre Stärke. Und voilà, ein klingonisches Pad, freigeschaltet und bereit gelesen zu werden. Gute Arbeit, Fähnrich. Lassen Sie uns mal sehen. Captain Kor, your plan has worked perfectly, sir. Many ships have fallen into our trap. We've snared a few merchant ships and a Starfleet science vessel so far. You'll be pleased to hear that we're picking up a Federation cruiser on long-range sensors. Constitution class. Time to hunt bigger game. Glory to the Empire! Klingonischer Captain. Captain Kor, Ihr Plan hat perfekt funktioniert, Sir. Viele Schiffe sind in unsere Falle getappt. Wir haben ein paar Handels- und Forschungsschiffe der Sternenflotte eingefangen. Wir fassen sogar einen Föderationskreuzer auf der Langstreckensensoren. Constitution Klasse. Zeit, etwas Großes zu jagen. Ehre für das Reich. Quabla. Looks like the Klingons are using both guile and brute force here, Lieutenant. A pretty potent combination. The captain's definitely gonna want to hear about this. Die Klingonen scheinen hier sowohl Tücke als auch brutale Gewalt einzusetzen. Eine äußerst gefährliche Kombination. Das wird den Captain sicher interessieren. Einverstanden. Gut, klingonischer Angriffstrupp besiegen. Wenn ich ein klingonischer Angriffstrupp wäre, würde ich mir genau da verstecken. Na komm, hau drauf. Kannst kaum den Falschen erwischen. Ja doch, meine eigenen Leute könnte ich treffen. Let's get back to the shuttle before more of them show up. Lassen Sie uns zum Shuttle zurückkehren, bevor noch mehr von denen auftauchen. Gut, dann in welche Richtung? In die Richtung, wo die Klingonen stehen. Natürlich. Ist ja nicht so, dass wir Angst hätten. Bisschen Moorhuhn schießen nebenbei sozusagen. Ich könnte zur Abwechslung mal wieder das kleine Fäserchen nehmen. Ist ja schließlich stilecht im Stil der TOS gehalten, wie es sich gehört, ist auch nicht anders zu erwarten. Ich glaube, ich nehme das Bild am Schießstand als Titelbild, das passt irgendwie. Wir müssen tatsächlich da runter. Ich weiß nicht, ob man da nochmal raufkommt, wenn ich jetzt irgendwas vergessen haben sollte, wird es... Nee, ich glaube, da käme ich nicht mehr rauf. Gut, gehen wir mal davon aus, dass ich nichts vergessen habe. So, dann gehen wir mal hinter dem Felsen in Deckung. Ach, das sind meine Leute. Okay, na dann. Hehe. Halten zum ersten Mal einen Phaser in der Hand, aber naja, gut, immerhin. Die zwei sind unbewaffnet. Ja, es gab halt nur drei Phaser. Wieso haben wir eigentlich die Klingonen nicht entwaffnet? Ach so, weil sich die aufgelöst haben durch... Ja, die sind ja... desintegriert worden. We're ready to go when you are. Hope this thing's got enough fuel to get us back to the ship. Wir sind bereit aufzubrechen, wenn Sie es sind, Leutnant. Hoffentlich hat dieses Ding genug Treibstoff, um uns auf das Schiff zurückzubringen. Damit wären wir schon zwei.
Are you ready to board the shuttle, Lieutenant? Sind Sie bereit, das Shuttle zu betreten? Ja, sind wir. Congratulations, Lieutenant. Nix wie weg hier. Ja, ich denke, das Erfahrung plus 3000, kann ich mit den Erfahrungspunkten schon was tun? Nö, null Raum. Oh, Eigenschaften, geht das? Geht das schon? Drei Eigenschaften kann ich, dann sollte ich das doch mal machen. Kit habe ich noch keins, es bringt mich hier nicht weiter. Physischer Widerstand, ja, warum nicht? Kann im Augenblick so früh im Spiel Sturmwaffen schaden. Ich habe keine Sturmwaffe, oder? Was ist denn das, was ich hier habe? Ich habe ein Gewehr. Es ist aber keine Sturmwaffe. Gut. Gewehrausbildung, da haben wir es doch. Dann vielleicht Pistölchen, haben wir doch auch noch. Pistolenausbildung. Gut, dann können wir die Waffen... Was bekommen wir denn für einen Bonus? 5% zusätzliche Pistolenwaffenschaden, dann wird das ja wahrscheinlich dasselbe für Gewehre sein. Genau. Persönliche Raumeigenschaften, habe ich da schon was? Ja, früher oder später werden wir ja im Raum kämpfen müssen. Verbesserte Genauigkeit der Schiffswaffen kann ja nicht falsch sein. Wie viel sind es denn? 10% mehr? Plus kritische Trefferchancen, kritischer Trefferschaden nehmen wir auch mit. 1% mehr Crit und 2% mehr kritische Trefferchance und 2% mehr kritische Treffenschaden. Dann sollten wir vielleicht, ich weiß nicht, ob ich nehme an, wir werden mit Phasern arbeiten zu Beginn und nicht mit Kanonen. Nehmen wir Strahlenwaffenschaden. So. Raumruf, da habe ich natürlich noch nichts, weil ich im Ruf noch keine Marken und noch gar nichts gemacht habe. Da kann nichts drin sein. Stationen ist noch nicht zugewiesen. Ja, ich habe ja bisher auch nur Tasi und die ist noch nicht Mitglied meiner Mannschaft zu diesem Zeitpunkt. Ein Kit könnte ich nur theoretisch haben. Gut, damit... Aber es ist schon mal eine Verbesserung. Ich mache hier an der Stelle mal einen Schnitt. Wie es hier weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bis dann.